So, eben noch schnell die Löcher in die Karosserie gefräst. Einmal, dass ich ihn von außen ausmachen kann. Das Loch hier. Und natürlich für den Seilzugstarter, dass ich das von außen bedienen kann. Das werde ich wahrscheinlich auch noch ausfräsen wie hier. Und links und rechts jeweils nochmal zwei Löcher setze, einfach für Kühlung vom Motor. Mal gucken. Und die Werkbank wieder erfolgreich verwüstet. Aber mal gucken, morgen oder übermorgen mache ich noch die zwei Strebe, die von hier vorne nach hinten gehen. Die Oberdeckstrebe. Dann muss ich die Karosserie noch polieren, weil die hier und da ein paar Oberflächenkratzer hat. Das war aber schon bei der Lieferung so. Ist halt die historische Karo aus den 90er. Gut.